Also wir fangen das Spiel schon mit einer Lüge an. Okay, also. Es geht voran. Wir kriegen ganz viele Sachen. Charaktere, Inventar. Was haben wir hier? Öffnen. Anlegen. Titel. Gipfel Energy, das ist natürlich auch ein richtig geiler Name. Ein berühmter Priester soll heute eintreffen. Oh, ich habe auch von ihm gehört. Er hat einen guten Ruf. Da ist die Frage, müssen wir jetzt hier rum? Jede Krankheit heilen. Gibt es jetzt hier irgendwas zu machen, außer soll umherreisen ich und würde, Leute er kommt hierher, rumlaufen? Um etwas zu suchen. Ich frage mich, wie er so ist. Er ist gerade vorbeigekommen. Wo ist er? Ist er das wirklich? Er sieht viel zu jung aus. Verfügt er wirklich über Heilkräfte? Er sieht eher schwach aus. Papa? Okay, Leute, fürs Ruckeln kann ich nichts. Das scheint wirklich am Server zu liegen. Willkommen in Brightholm, Heiliger. Ich danke euch vielmals für diesen herzlichen Empfang. Pater, Barut und die Dorfbewohner erwarten sehnlichst deine Ankunft in der Kathedrale. Oh, dann sollte ich Pater Barut nicht länger warten lassen. Der Arme. Jetzt! Stirb! Ja, aber nicht mit mir, Freunde. Danke für meine Rettung. Bist du auf dem Weg nach Brightholm? Jawohl. Also, was führt dich nach Brightholm? So nimmt er mich mit. Ein schönes Taxi. Oh, du suchst also nach der Arche. Weißt du, die meisten halten die Arche für einen Mythos. Um ehrlich zu sein, ich suche auch nach ihr. Ich habe gehört, es gibt in diesem Dorf eine Steintafel mit Geheimnissen über die Arche. Was für ein glücklicher Zufall. Vielleicht können wir zusammenreisen und... Herrje! Oh mein, wie, hallo, 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 hallo. Wo hat er den Führerschein gemacht? Hi, Kiryu. Den sollte man nicht an Steuer lassen. Wieder? Vielen Dank. Das sind Displays. Oh nein, sie sind mir bis hierher gefolgt. Vorsicht, da kommen noch mehr. Gar kein Problem. Auf display.com, glaube ich. Kann man bestellen. Sprich mit Abel. Ich glaube, das... Meine Güte. Bist du nicht verletzt? Nein, weil ich bin der Held der Geschichte.
Hier, du hast ja dir auch schon Lost Ark gegönnt. Wo steht denn hier mein Level? Steht irgendwo mein Level? Was ist das hier? Kontostand. AR-Stand. K-Stand. Ist das hier, ist das das Level? Unsere erste Stadt. Wir sind in der ersten Stadt angekommen, Freunde. Es ist auch noch nicht, es ist heute ist die Beta rausgekommen. So, meine Kamera ist jetzt genau hier drüber. Das die Chat brauchen wir eigentlich nicht, ne? Ich lasse das mal schon so. Ich glaube nicht, dass da irgendwas Interessantes ist. Er soll Leute heilen. Sie wirklich heilen? Also die anderen Priester haben auch. Vor allen Dingen sind wir hier im deutschen Channel und hier ist die ganze Zeit nur Englisch. Ah, warte mal, wir sind glaube ich gar nicht im deutschen Channel, oder? Normalgebiet. Ah, Raid-Gruppe. Lobby. Okay. Das war einfach nur ein. Ich habe es einfach nur gesagt. Gut. Wissen wir auch, wie das geht. Also guckt euch alleine das hier an. Das sieht doch mega gut aus, einfach nur. Und werdet geheilt. Kann ich mich da irgendwie. Macht den neuen Schmerz. Unglaublich. Er hat so bei den Göttern. Annas Wunden sind geheilt. Oh, du bist das. Du bist hier. Beigesetzt. Licht des Schicksals. Warut, dieser Abenteurer hat mein Leben gerettet. Oh, das wart ihr also. Ja. Ich kann die Güte spüren. Meine Begleitung sucht ebenfalls. Die Synchronsprecher. Oh, ist das so? Dann haben wir viel zu besprechen. Ey, das ist ein saubekannter deutscher Synchronsprecher, oder? Ist dies die Tafel? In der Tat. Sie enthält alles Wissen über die Arche, das über Generationen weitergegeben wurde. Problem ist, dass die Synchronstimme. Theoretisch. Wie ihr sehen könnt, fehlt ein Teil. Ein recht großer Teil. Was damit wohl passiert ist? Die Tafel sah bereits so aus, als sie in der Kathedrale ankam. Ich hab's vor mir. Von wem ist das die Synchronstimme, die deutsche? Ich denke, das Stück verschwand beim Transport. Wir konnten es auch nicht wiederfinden. Von wem ist das die Synchronstimme? Das muss man nachher mal googeln. Niemand weiß wirklich, wie dieser Teil der Steintafel verschwunden ist. Oh Gott, ich hab den genau vor mir, aber ich kann den nicht betiteln gerade. So, Expeditions-XP, das ist wahrscheinlich das hier, ne? Das ist die Stufe und das ist die Konto-Stufe. Ah, Mist, von wem war das jetzt die Stimme? Oh ne, jetzt haben wir noch Schluck auf. Du hast doch Pater Amel gerettet, richtig? Ja. Es ist gleich Zeit für den Gottesdienst. Okay, Weltkarte. Aha, Gott sei Dank können wir jetzt endlich M drücken. Das ist so groß. Ganz wichtig. Kann ich jetzt die Maustasten ändern? Nein. Ich hätte es aber gern geändert. Wer kann mir sagen, wie ich das ändern kann?
Ich kann ja alle ändern, nur die beiden nicht. Okay, die beiden hier auch nicht. Ich würde die aber gerne einmal tauschen. Schiff bewegen. Das ist ja alles schön und gut. Es ist gleich Zeit für den Gottesdienst. Bright Home ist ein Was. Es ist nicht ganz so tragisch, aber ich würde es halt trotzdem gerne. Danke, dass du Pater Arme gerettet hast. Komm jetzt immer mehr in diese Open World rein, ne? Fällt mir gut. Wir sind schon ganz viele Spieler. Was ich hab mich ja schon umgeschaut. Schönes Wetter. Ja. Guck mal, weil es so schön war, gucken wir uns einfach nochmal um. Guck mal, Spieler, überall Spieler. Ja, ist jetzt aber auch genug umgeschaut. Okay. Was haben wir hier? Gilde. Empfohlene Gilde. Gildenstufe 1 Mitglieder. Von mir aus. Unbekannter Fehler. Sehr gut. Was für ein Schatten. Gilde erstellen. Schatten, sollen wir eine Gilde erstellen? Können wir nicht. Und wir gehen einfach mal irgendwo rein. Haben wir irgendwas mit Deutsch oder so? Kann man hier irgendwo suchen? Da. Deutsch. Haben wir nix. Wir werden auf jeden Fall eine Gilde gründen. Für ein schönes Wetter. So, geh noch mal auf. Was haben wir gesagt? So. So. Hab ich. Ich kann hier halt nichts auswählen. Weder hier noch hier. Was sehr schade ist. Ich kann hier. Ach so. Okay. Was für ein schönes Wetter. Aber ich kann es immer noch nicht ändern. Ah, doch. Nee. Ja, das ist noch nicht so, wie ich das will. Ich würde die halt gern umändern. Angriff Maus, so. So, jetzt mache ich mit der linken Maustaste halt, oder mit der rechten, mache ich halt jetzt gar nichts mehr. Was für ein schönes Wetter. Und mit der rechten. Das ist doch doof. Das ist doch doof. Ah, ich kann in der Stadt nicht angreifen. Okay. Also, dann gucken wir gleich mal. Was für ein schönes Wetter. Mal sehen, ob wir ein nützliches Werkzeug finden. So, nicht handelbar. Ja, mach mal den Schmied. Dann haben wir hier wahrscheinlich den Alchemisten. Keine Probleme zu melden. Du hast Pater Arme gerettet, richtig? Hab ich. Okay. Wir brauchen auf jeden Fall Kohle. Und? Passiert heute etwas Aufregendes? So, hier müssen wir hin. Was ist denn jetzt Missions-EP und was ist Kampf-EP? Das ist meine Stufe für meinen Helden und das hier? 5 Silber, okay.
So, also, das hier ist... Lass mich mal kurz gucken. Also, wir haben jetzt zwei Quests, oder? Zwei laufende Quests. Okay, die können wir auf jeden Fall verkaufen. Vererbte Schildkröte, man kann sich das auch noch zusammenbasteln. Vererbte Gipfel. Ja, das hört sich ja scheiße an. Was haben wir hier? Ja, das brauchen wir jetzt nicht. Und passiert heute etwas auch? Das Gute ist, dass man mit der linken Maustaste auch interagieren kann. So, Quest abgeschlossen. Easy. So, hier haben wir eine Truhe. Die kennen wir. So, dann machen wir schon mal diese ganzen Heiltränke hier rein. Wobei, wer weiß, wofür wir die brauchen. Kann nicht zerlegt werden. Gott, so viele Sachen. Was haben wir hier? Okay, hier ist auf jeden Fall die Post. Wir machen einfach mal die Story weiter. Wir müssen erstmal hier. Nochmal hier. Hier könnten wir. Nein, jetzt sind wir noch dieses Lager. Das sieht ziemlich schwer aus. Willst du meine Waren sehen? Oh ja. So. Wie viel Gold habe ich? 34 Gold. Verstehe. Weg hier. Und? Gibt es Neuigkeiten? Komm, wir gucken uns mal gerade an, was wir da in. Was wir hier haben. Wir wollen ja nichts. Was ist das denn für ein Fenster? Okay, hier kann man auf jeden Fall was anlegen und hier kann man verschiedene Sachen machen. Das ist schon mal okay. Jawohl. Jawohl, oh Gott, das wird riesig, das Spiel. So, was haben wir jetzt hier? Hier haben wir Königspflaumen. Nice, ich habe den jetzt einfach benutzt und hat nichts gebracht. So. Wohin verkaufe ich das? Fällt eine Vogelscheuche, das ist ja auch so mega kompliziert, oder? Okay, damit müssen wir uns echt wirklich viel später beschäftigen, weil ich will jetzt auch nichts Falsches hier rausnehmen. Das machen wir wirklich später, Leute. Und? Gibt es Neuigkeiten? Erstmal hier das Spiel kennenlernen. Abenteurer in der Gegend. Also hier ist was los. Die andere Hälfte der Steintafel in der Kathedrale? Ich wusste nicht mal, dass es nur eine Hälfte ist. Ich kann Beziehungen aufbauen zu NPCs. Die andere Hälfte der Steintafel in der Kathedrale? Ich wusste nicht mal, dass es nur eine Hälfte ist.
Die andere Hälfte der Steintafel in der Kathedrale? Ich wusste nicht mal, dass es nur eine Hälfte ist. Okay, wir werden einfach alle Quests annehmen, die wir finden. Ne? Gerade am Anfang. Abenteuerfoliant erhalten. Okay. Alles dreht sich. Was haben wir hier? Reittier. Ja, hier kann man auf jeden Fall was eintauschen. Und zwar Ignea-Marken. Haben wir aber alles noch nicht. So, Abenteuer. Oh, lieber Gott, so viele. So viele Menüs. Rotrick, okay. Pride Home ist eine Stadt voll religiöser Geschichte. Die Löwenstatue im Zentrum soll die Priester ehren, die gegen die Dämonen kämpften. Die Einwohner der Stadt nehmen sich jeden Tag Zeit, um diesen Priestern im Gebet zu danken. Dankeschön. Von außen scheint Pride Home ein ganz normales Dorf zu sein. Aber eigentlich ist es einer der heiligsten Orte der Welt. Pride Home ist und bleibt ein beliebtes Pilgerziel. Jawohl. Und? Gibt es Neuigkeiten? Manche Quests können nur mit Mini-Quest-Fenster abgeschlossen werden. Alles dreht sich. Nee, da wollen wir nicht rein. Wir wollen hier neben rein. Kann man das hier wieder kleiner machen? Nervt mich nämlich gerade. Ah. Willst du meine Waren sehen? Ich würde gern kaufen, aber es ist zu teuer. Aha, das habe ich gesucht. Also, man kann hier draufklicken. Man kann hier draufklicken, dann erhält man das hier. Und man kann direkt da draufklicken und dann sieht man auch, wo es ist. Sehr gut gemacht. Finde ich sehr gut, dass hier direkt ein Knopf ist zum Standort. Die Steintafel in der Kathedrale? Oh, die Platte, auf der etwas über die Arche steht, richtig? Echt naiv, wenn du an so eine erfundene Geschichte glaubst. Ich würde das gern kaufen, aber es ist zu teuer. Ja, das hier ist auf jeden Fall zu teuer. Sieht ziemlich schwer aus. Und? Gibt es Neuigkeiten? Umlernen? Ich brauche mehr Inspiration, um ein Lied zu schreiben. Okay, es gibt Begleiter. Oh, du suchst also nach der Arche? Oh ja. Ich bin auf Aussichtspunkt bei der Kathedrale. Das haben wir schon aus Versehen gemacht. Ich brauche mehr Inspiration, um mein Leben. Also was sie auf jeden Fall sehr cool gemacht haben, ist für ein schönes Wetter, dass die Stadt hier um dich herum lebt. Gott ist ein gesegnetes Land. Und die ganze Zeit quatscht sich irgendjemand an. Jetzt gucken wir uns das Ganze zum dritten Mal an. Ist das quasi so eine Harmonisierung wie bei Final Fantasy die Ätheriten? Was für ein schönes Wetter. Mal sehen, ob wir nützen. Was ist denn mit ihm los? Wieso hat er so eine Wolke? Und wo
kriege ich eigentlich meine Vorbestellersachen her? Gute Arbeit! Jedes Mal, wenn du den Folianten ausfüllst, belohnt dich die Gesellschaft. Oder es sind diese Kisten, die ich vorhin eingesammelt habe, schon mein Vorbestellerbonus? Ich brauche mehr Inspiration, um ein Lied zu schreiben. Hier wird alles angenommen. Herr aller Götter, bitte beschütze uns. Tausch verfügbar. Juwelenkoralle, Juwelenkoralle. Okay. Brüder und Schwestern, habe ich aber noch nicht. Lasst uns beten. Erkundige dich, bla bla bla. Y. Möge Regulus über diese Seele wachen. Benutze Y. Herr aller Götter, bitte beschütze uns. Okay, Y ist aber Z. Tanzen. So, oder? Slash. Ich brauche mehr Inspiration, um ein Lied zu schreiben. Muss ich den jetzt auswählen, oder was? Ah, ne. Hat so funktioniert. Ich musste quasi einmal fertig tanzen.